Ja, da ist der Globi. Ja, und da der Rudi von der Rettungsflugwacht. Globi, was ist denn mit dir los? Wieso? Ich versuche dir schon die längste Zeit anzuläuten, aber es ist immer besetzt. Ja, aber ich kann doch nur schnell das Lawinenbündel... Das kannst du mir doch nachher erzählen. Los jetzt gut zu. Bei der Rutsche Alp oben ist eine Lawine runter und hat den Skifahrer verschüttet. Oh. Wir müssen schauen, dass du, das kannst du mir dann nachher erzählen. Ich bin im Bild. Nein, Globi, los jetzt zu. Das Blöde ist, dass wir ausgerechnet heute keinen einzigen Lawinenhund zur Verfügung haben. Es sind alle schon im Einsatz. Oh du, da weiss ich aber eine Lösung. Der Hans hat einen Hund. Der hat eine irrsinnige feine Nase. Es ist ein Kugelirunde-Mops. Aber ein Kugelirunde-Mops ist doch kein Lawinenhund. Bello heisst er. Wir haben damals in der Schür Versteckis gespielt mit ihm. Der hat uns jedes Mal gefunden. Also meinetwegen, dann schleich halt den Mops in Gottes Namen mit. Wo finden wir dich? Ich warte auf euch beim Miststock, neben dem Bauernhaus vom Hans. Verstanden. Beim Miststock neben dem Bauernhaus vom Hans. Ja. In zwei Minuten sind wir dort. Ende. Ende. Hans, es geht um Leben und Tod. Wo ist der Bello? Der hockt auf dem Heustock, hat Wärme und Pfuse. Dann gehen sofort weg und bringen ihn hin. Ab heute ist er Lawinenhund. Gell, Bello, das gefällt dir, so Helikopterflüge. Du, Rudi, meinst du nicht, man sollte dem Hund den Gletscherbrüllen anlegen? Seine Augen, die sind nicht so als Licht gewöhnt. Er ist sonst eben mehr ein Stubenhocker, gell, du Bello? Was? Ein Stubenhocker ist er auch noch? Und so etwas will ein Lawinenhund sein? Das kann ja gut werden. Alles bereit machen. Wir sind gerade da. Bello, schau, da unten ist es passiert. Dort, wo die vielen Männer mit den Suchstangen in einer Reihe stehen. Achtung, ich lande.